Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Richers. Ich bin unter anderem Vitamin D-Beraterin und Expertin aus eigener Erfahrung beim S. Und jetzt komme ich heute wieder zu dem ganz spannenden Thema, die Kraftwerke unserer Zellen, und zwar die sogenannten Mitochondrien. Da habe ich ja am 22.03. diesen Jahres für euch schon mal ein Video zu diesem Thema gedreht mit der Überschrift Zellgesundheit bei chronischen Krankheiten und die Rolle von Coenzymen Q10 und Beitrags- und Buchtipps dazu. Da habe ich hier mal seinerzeit auf einen Beitrag von der Akademie für Menschliche Medizin hingewiesen im Hinblick auf das Thema Zellgesundheit, Zellenergie und die wesentliche Rolle von Coenzym Q10. Und heute soll es wieder um einen Beitrag von der Akademie für Menschliche Medizin gehen, auch wieder auf das Thema Zellgesundheit. Und zwar der Beitrag ist vom 12. Dezember diesen Jahres, also noch relativ frisch. Und da wird mit der Überschrift starke Mitochondrien ein Schlüssel für unsere Gesundheit nochmal etwas darüber erzählt. Ganz, ganz spannendes Thema, wie ich immer wieder finde. Auch sehr, sehr gut erklärt anhand von Schaubildern. Und hier steht zum Beispiel unter diesem tollen Schaubild hier im Hinblick auf die Mitochondrien: Die Gesundheit unseres Körpers ist ein komplexes Puzzle, bei dem zahlreiche Faktoren ineinandergreifen. In diesem Newsfeed-Beitrag beleuchten wir einen entscheidenden Aspekt unserer Gesundheit, die Mitochondrien. Diese kleinen Zellkraftwerke spielen eine herausragende Rolle für unsere Gesundheit und können durch gezielte Maßnahmen gestärkt und leistungsfähig erhalten werden. Das Inhaltsverzeichnis hier auch ganz spannend. Erstmal die Energiezentralen und das Zellen, wird dann nochmal einiges erklärt, wie ihr eure Mitochondrien stärken könnt. 8 Tipps werden hier genannt für mehr Power im Alltag. Intervallfasten wird hier genannt, denn hier IHHT und Höhentraining, Sauerstoff für die Zellkraftwerke, zuckerarme Ernährung, dann Mitochondrien stärken mit Mikronährstoffen, hier auch nochmal das Thema Ernährung, Antioxidantien und Polyphenole, Radikalfänger für die Zellen, Bewegung, Aktivierung der Zellkraftwerke, guter Schlaf, also auch nochmal hier auf, möchte ich hinweisen auf einen Beitrag von der AMM, was ich auch schon vor einiger Zeit gedreht habe, hier mit euch das Wissen geteilt habe, im Hinblick auf die Chronobiologie, im Hinblick auf gesunder Schlaf, wie wichtig dieser ist für eure Gesundheit, für euer, wieder in Richtung zu mehr Lebensqualität zu gehen, auch gerade, wenn man auch im Hinblick auf das Thema Fatigue und so weiter, wie man da auch seinen Körper weiter mit den entsprechenden Nährstoffen weiterhin auch stärken kann und durch Bewegung, Entspannungstechnik und so weiter, das Ganze auch mit in den Griff bekommt. Dann auch das Thema, was ich gesagt habe, guter Schlaf, die nächtliche Regenerationsphase, also auch wieder Selbstheilungskräfte können nur in einem entspannten Zustand des Körpers aktiviert werden und gesunde Ernährung, hier nochmal schadstoffarm und nährstoffreich und das Fazit nochmal von der Akademie für Menschliche Medizin. Also, ganz, ganz spannendes Thema heute wieder für euch. Dann bin ich wieder am Ende meines heutigen Videotipps für euch, meines heutigen Beitragstipps sozusagen auch und Videotipps natürlich. Und ja, wenn euch dieses Video und Format gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, dieses Video zu teilen. Und ja, wenn ihr Unterstützung im Hinblick auf eine Vitamin-D-Beratung benötigt oder auch mentale Unterstützung, sowohl auch im Umgang mit der MS, als auch das Thema, wie stelle ich meine Ernährung um, was muss ich dabei beachten, was kann ich da noch zusätzlich an Unterstützung bekommen im Hinblick auf Gewohnheiten ändern und vieles mehr, denn könnt ihr gerne mich kontaktieren. Die Kontaktdaten sind wie immer hier für euch und auch in der Bemerkungsbox. Denn ich habe schon seit Jahren die Ernährung umgestellt. Schon mittlerweile sind es seit 2015, also schon einige Jahre. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ja, und last but not least, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, am Ende dieses Videos ist der Button dazu, betätigt bitte auch die Glocke, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich auf ein nächstes Mal mit euch und wünsche euch jetzt schöne Weihnachten, schöne Festtage für euch, alles Liebe und Gute und weiterhin viel Gesundheit. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.